Also herzlich willkommen zum Tag der Küche 2017. Ist die Grundidee, dass man merkt, dass unsere Küchen nun Werkzeuge zum Kochen sind, dass man alle Geräte aussortieren kann. Wir haben keinen festen Plan. Also wir haben einfach jede Menge Lebensmittel vorbereitet. Die Grundidee ist der Kochen vom Geflügelhof Schubert. Die Hähne haben dann zu leben praktisch die ersten paar Wochen zusammen mit ihren Schwestern. Danach kommen sie die Männer-WG mit Wintergarten und Ausgang. Ja, also fast alles heutige Gemüse ist von der solidarischen Landwirtschaft. Matthias vorstellen, er hat auch die Küche mit eingebaut. Das ist nämlich unser Küchenbauer, der jetzt dann auch unten Küchen bauen wird. Also ein Stück Rücken. Ja. Da ist die Variante mit Messer, da ist die Variante mit Schere. Auch eher ruhige Ball. Es ist interessant, was es unterschiedliche Techniken gibt. Da könnt ihr auch probieren. Ich habe die stoffgetrocknete Steinsitze und habe vakuumierte Steinsitze. In dem Moment, wo die Flüssigkeit auf dem Thema ist, kann ich das doch mal weggehen. Mal bitte mit Leber probieren. So, wer mag? Und die Zeit, die mit der Heiße gehen. Das sollte ein Kontrollant werden. Das ist zum Ratte. Und mich würde es immer interessieren, wenn man die Hüten ausbaut. Okay. So schnell schafft man es ja dann, einen Teller auf das Bild zu kriegen, bevor der lebt. Das ist fast ein Akt der Kultur, wenn es hier tatsächlich sogar Teller gibt. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, hat mir viel Spaß gemacht. Freut mich. Ganz toll. Lauter mit dem Mensch. Schon, ne? Ganz tolle Gruppe.